Herzlich willkommen, meine Freunde. Ich habe hier noch ein kleines Tutorial für euch. Und zwar geht das jetzt an alle Minecraft-Verrückten. Und zwar eine ganz nette Idee. Ihr kennt ja sicher alle das hier. TeamSpeak. In einem furchtbar langweiligen Design. So, und damit das geändert wird, gibt es jetzt neu wirklich etwas Spitzenmäßiges, und zwar ein Minecraft-Skin für TeamSpeak. Zu finden ist der TeamSpeak Homepage, also die teamspeak.com. Dann gehen wir hier auf den Reiter Downloads unter Add-ons. So, jetzt sehen wir hier schon Skin, Skin, bla bla. Und hier gleich das erste Minecraft Forever. Draufgeklickt. Minecraft New Future Popular. Gehen wir auf den Download-Button. Das Ganze habe ich natürlich schon runtergeladen und zeige euch jetzt noch, wie ihr das Ganze einfügt, indem ihr nämlich das Paket Minecraft Forever nehmt, was ihr runtergeladen habt, öffnet und entpackt. Ich entpacke es jetzt mal auf dem Desktop. So. Jetzt haben wir das Ganze hier. Einmal verpackt, einmal entpackt. Wir gehen in das Entpackte rein und sehen zwei Ordner. Einmal den GFX-Ordner und den Styles-Ordner. So, schieben wir zur Seite. Denn jetzt gehen wir auf die Festplatte. Bei Windows 7 ist es, oder bei mir ist es jetzt der Programme-Ordner, wo ich halt eben TeamSpeak installiert habe. So, und jetzt seht ihr schon, Styles, Styles, GFX, GFX. Wir gehen in den GFX-Ordner rein und hier in den GFX-Ordner rein und schieben einfach nur Minecraft Forever darüber. Geben eine Admin-Bestätigung. Fertig. Das Ganze machen wir jetzt auch noch bei Styles. Diese beiden Dateien einfach hier rüber geschoben. Fortsetzen. Fertig. So, das war's schon. Den Ordner können wir schließen. Ja, gehen wir jetzt auf TeamSpeak. Unter die Einstellungen können wir in den Optionen unter Design, Stil, hier Thema, Thema Minecraft Forever und Icon Pack Minecraft Forever auswählen. So. Okay. Und ihr seht schon, wunderbar Minecraft. Jetzt starten wir das Ganze nochmal kurz neu, damit das Icon Pack übernommen wird. Und wir sehen hier oben Minecraft-Icons. Ich zeige euch das noch ganz kurz auf einem Server. Ja. Jetzt sehen wir hier, wenn ich spreche, wird hier diese komische Box leuchtend gemacht. Die Channel-Icons sind Diamanten. Server. Host-Icon ist ein Kürbis. Also wirklich sehr nett gemacht. Danke an denjenigen, der das gemacht hat. Ich freue mich wirklich drüber. Und ich hoffe, ich habe euch damit geholfen, mit diesem kleinen Tutorial, wie ihr das Minecraft Pack einfügt. Natürlich geht das mit jedem anderen Skin Pack für TeamSpeak auch. Genauso. Bis dann.